Hallo und willkommen zu diesem Tutorial. Ich wurde von einem Mitglied der Wer kennt wen Gruppe GIMP Bildbearbeitung mit Spaß gebeten, dieses Tutorial zu erstellen. Es zeigt, wie man den Hintergrund von Bildern entfernen kann, die Glow-Effekte enthalten. Da sicher auch in Zukunft der ein oder andere auf dieses Problem stößt, habe ich mich entschlossen, ein Video-How-To hier bei YouTube hochzuladen. Nachdem man GIMP gestartet hat, öffnet man die zu bearbeitende Datei. Das von mir verwendete Bild stammt vom Fragesteller. Und da ich es vorziehe, das Original beizubehalten, dupliziere ich den Hintergrund und schalte das Original unsichtbar. Nachdem die Ebenen vorbereitet sind, beginnt jetzt die eigentliche Bearbeitung. Zuerst müssen die beiden Fenster vom Hintergrund entfernt werden. Hierzu wählt man das geeignete Werkzeug und markiert den Bereich um das Fenster herum. Diese Auswahl soll nun mit der Hintergrundfarbe gefüllt werden. Das geht mit dem Füllwerkzeug, was aussieht wie ein kleiner Eimer. Um die Füllfarbe festzulegen, klickt man auf die Vordergrundfarbe im Werkzeugkasten, danach auf die Pipette und jetzt kann man durch einen Klick auf die gewünschte Farbe diese bestimmen. Hier sieht man die vorher gewählte Farbe und darüber die neue. Als Füllart wählt man die Vordergrundfarbe. Nun muss man sich nur noch versichern, dass ganze Auswahlfüllen aktiv ist. Ist stattdessen ähnliche Farbenfüllen aktiv, wird auch nur der Bereich ähnlicher Farben gefüllt, auf den man klickt. Bei Klick auf die Scheiben zum Beispiel nur Scheiben oder bei Klick auf das Holz nur das Holz. Da hier aber der richtige beeinflusste Bereich gewählt ist, genügt ein Klick ins Fenster und schon hat es dieselbe Farbe wie der Hintergrund. Das gleiche nun auch beim linken Fenster, allerdings in mehreren Schritten, da dieses vom Glow-Effekt überlagert wird. Um einen kleinen Bereich besser bearbeiten zu können, wird die Ansicht vergrößert. Das kann man entweder per Direktauswahl oder Eingabe im Dropdown-Menü tun oder indem man mit dem Mausrad scrollt und währenddessen die Steuerung-Taste gedrückt hält. Zuletzt natürlich das, was man bearbeiten möchte, wieder in den sichtbaren Bereich bringen. Um die letzten Reste des Fensters zu überdecken, benutzt man den Airbrush. Dieser hat den Vorteil, im Kern dicker und am Rand feiner abzudecken. Somit kann man einen besseren Übergang zwischen Hintergrundfarbe und Glow-Effekt erzeugen. Zuerst sollte man aber mit einem Auswahlwerkzeug den abzudeckenden Bereich auswählen, um nicht zu viel des gelben Leuchtens zu übersprühen. So angewendet, wird Farbe nur innerhalb der Auswahl aufgetragen. Jetzt noch einen passenden Pinsel aussuchen, die Skalierung anpassen und man kann mit dem Sprühen beginnen. Bleibt nur noch ein klein wenig vom Fenster übrig. Dazu auf Auswahl, dann auf Nichts auswählen klicken, damit man frei im Bild sprühen kann und zuletzt den Rest überdecken. Das Ergebnis muss nicht perfekt sein, da man am Ende nichts mehr davon sieht. Zur besseren Übersicht kann dann das Bild nun wieder verkleinern. Als nächstes wird der Hintergrund entfernt. Dazu auf Farben und dort auf Farbe zur Transparenz klicken. Im sich öffnenden Fenster ist bei mir weiß als die Farbe eingestellt, welche transparent werden soll. Wie das aussehen würde, sieht man im Vorschaufenster, sofern man das Häkchen bei Vorschau gesetzt hat. Alle weißlichen Bereiche des Bildes würden transparent. Da man ja aber die Hintergrundfarbe verschwinden lassen möchte, klickt man auf den farbigen Button und im nächsten Fenster wieder auf die Pipette, mit der man die Farbe des Hintergrunds auswählt. Danach kann man sehen, dass das vorherige Weiß durch die Hintergrundfarbe ersetzt wurde. Nach Bestätigen mit OK sieht man im Vorschaufenster dann schon das Ergebnis. Nochmal auf OK klicken, das Bild wird neu berechnet und die Hintergrundfarbe ist verschwunden. Jetzt wieder die aktuelle Ebene duplizieren und das Original unsichtbar machen. Wie man hier am durchscheinenden Schachbrettmuster der Transparenz sehen kann, wurde die Farbe des Hintergrunds nicht nur dort entnommen, sondern auch im Vordergrund. Dies kann man in zwei Schritten korrigieren. Zuerst färbt man die Ebene mit der zuvor entfernten Farbe wieder ein. Dazu klickt man im Menü Farben auf Einfärben.
Wie man sieht, ist bei mir wieder Weiß voreingestellt und im Vorschaufenster kann man wiederum das Ergebnis sehen. Genau so auch, wenn man das Bild rot, grün oder blau einfärben würde. Ich möchte aber die entfernte Hintergrundfarbe wiederherstellen. Darum klickt man jetzt auf benutzerdefinierte Farbe, dort erneut auf die Pipette und mit dieser dann auf das Feld der Vordergrundfarbe im Werkzeugkasten, wo noch immer vom Entfernen der Fenster die entsprechende Farbe ausgewählt ist. Das sich öffnende Fenster zum Einstellen der Vordergrundfarbe schließt man. Nach zweimaliger Bestätigung durch Klicken auf OK wird das Bild neu berechnet und entsprechend eingefärbt. Die farbige und die geschwärzte Ebene werden dupliziert und so nach oben geschoben, dass die schwarze Kopie nicht über der farbigen liegt. Außerdem werden nur diese beiden oberen Ebenen sichtbar geschaltet. Schon kann man sehen, dass das Schachbrettmuster der Transparenz nicht mehr durchscheint. Die zuvor entnommene Farbe wurde wieder beigegeben. Als letztes vereint man die obere Ebene nach unten. Das war der letzte Schritt der Bearbeitung. Entweder man bearbeitet das Bild nun ab hier weiter oder man speichert das Ergebnis beispielsweise als XCF, wodurch alle Ebenen erhalten und der Hintergrund somit transparent bleibt, oder auch als JPG. Allerdings wird bei letzterem automatisch ein weißer Hintergrund eingefügt und man hätte somit nur die Farbe desselben geändert. Ich ziehe darum in diesem Fall das GIMP-Format vor, vergebe einen Namen und speichere mein Ergebnis ab. Als Kontrolle, ob mein Ergebnis in Ordnung ist, erstelle ich eine Ebene mit der ursprünglichen Hintergrundfarbe. Anschließend überlagere ich diese mit dem Bild, bei dem der Hintergrund noch komplett entfernt ist. Und wie man im Vergleich sehen kann, stimmen Ursprungsbild und die neue Überlagerung überein. Das Verfahren und Ergebnis sind also korrekt und gelungen. Damit schließt mein erstes Videotutorial und ich wünsche viel Erfolg beim Selbstausprobieren. Wer Fragen hat, kann diese gerne als Kommentar zu diesem Video stellen. Genauso freue ich mich aber auch über Kommentare mit Vorschlägen sowie positiver oder negativer Kritik. Wer möchte, kann meinen Channel gerne abonnieren. Sicher folgen in Zukunft weitere Videos verschiedener Art.